Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Deponia. So, wir wollten quatschen mit den ganzen Leuten und das machen wir jetzt erstmal. Hallo, ihr zwei Turteltauben. Oh yeah. Huhn, reiß dich zusammen. Genau. Hallo, Rufus. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle. Ein wärmendes Lagerfeuer. Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. So, als hättet ihr Spaß gehabt. Spaß? June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Goon nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal... Da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genau so zu stinken wie die. June, glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. Geil. Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Oh, und wow. Jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Eine Woche? Nicht glücklicher? Ja, war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Na. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Okay, jawohl, holt sie heraus. Ihr beide seid so richtig zusammen? So mit allem drum und dran? Knick, knack? Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super, auch knick, knack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das, sagen wir einfach... Unsere Beziehung hat noch mal so richtig einen Neustart bekommen. Ja, super. Das ist irgendwie falsch. Und ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge. Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, 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 das geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach, was Haus? Eine Villa. Die schönste Hausvilla... Für das schönste Paar von Portafisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, 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 Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Goon, was ist denn los mit dir? Ich muss mich bei dir entschuldigen, Goon. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun... Um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Goon, was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Goon, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss. Um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, 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 nichts tun. Es ist gut, hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel.
Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist. Ja, klar. Glücklich im Rindstein, ihr Spaßvögel. Nee, aber mal im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Sag ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend, Goon? Und zitterst du etwa? Oh, halt mich. Wir sehen uns. Bitte, bitte, bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Goon. Oh, der arme Goon. Er weiß halt ganz genau, was ihm blüht. Naja. Eine elektrische Wärmequelle für den Hausgebrauch. So ein neumodischer Schnickschnack. Was ist aus dem guten alten Dachstuhlbrand geworden? Was? Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Naja, es ist schon recht kalt hier. Aber wenn es nicht lange dauert... June, lass mich das mal machen, okay? Wofür brauchst du ihn denn, Rufus? Naja, ich dachte... Oh, da fällt mir ein, dass die Garantie verfällt, wenn wir ihn verleihen. Genau, wenn wir ihn verleihen, ja. Sorry, Rufus. Ein andermal. Vielleicht. Ja gut. Kann ich verstehen. Kann ich jetzt über die Kuli? Hm? Rufus? Bist du das? Ah? Nein, du spiegelst dich nur in einer Pfütze an der Bordsteinkante. Natürlich bin ich es. Warte mal, du bist in der Kanalisation gelandet? Haha, du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toilettentieftauchen. Toll. Ich habe Goal gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Bozo getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Ach, es wäre doch zu schön, wenn es dafür ein neues Interface-Element gäbe. Ah. Mensch, toll, du. Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich guck mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. Ja. Huhu. Hm? Was gibt's? Kommst du voran? Klar. Und du? Und wie? Super. Sag ich ja. Genau. Mhm. Gut, aber wie können wir jetzt Sachen austauschen? Ich meine, wir haben sowieso ohnehin nichts. Aber das ist schon mal cool, ey. Hab's mir gedacht, dass wir vielleicht da irgendwie zusammenkommen. Mega geil. Ihr habt mir ja geschrieben. Das würde ich jetzt eigentlich tatsächlich mal ausprobieren, ob ich Baby Bozo. Ja, warte mal, ich muss das wieder mit der Dingens machen, oder? Nein. Hat eigentlich einiges, ne? Mir ist jetzt nur das neue Interface halt nicht aufgefallen. Stimmt, muss der zu Barry. Stimmt. Und zwar, dass ich Bozo vielleicht mit dem Lolli. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Locken kann. Echt jetzt? Was ist das? Komm mit, ich zeig. Oh je, das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. Okay. Aber wir haben ja gar keinen Lolli mehr. Den Lolli hat ja er bekommen. Also. Jetzt verwirrt ihr mich auch noch zusätzlich. Ich bin doch schon so verwirrter Mensch. Was zeigt man muss, sonst wirkt. Nein, das kann so nicht funktionieren. Ich würde jetzt mal doch nochmal zum Bulli gehen. Aber was für ein neues Interface.
Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich werde es garantiert nicht einfach so zum Fenster rauswerfen. Zeig mir deins, dann zeige ich dir meins. Ich kann jetzt alles ihm geben. Ach du Heilige, das wird ja schrecklich. Oh mein Gott. Der Brief ist an Bosos Mama adressiert. Mein liebstes Rechwimmel. Das geht nach der die genauer. In Liebe dein Papi. Echt glaub zu Min. Okay, wir reden mit allen. Oh Gott. Was für ein lustiges Äffchen. Ich bin kein Affe. Und es spricht. Kannst du noch andere Tricks? Ich kann dir dein Nasenbein ins Gehirn rammen, wenn du unbedingt willst. Okay, chill. Ich dachte eigentlich sowas wie mit Köteln werfen oder so. Irgendwas Lustiges halt. Ist so, was Lustiges. Was kostet es, das Äffchen tanzen zu sehen? 5 Slotti. Und wenn ich ihm eine Erdnuss mitbringe? Hey, ich bin kein Affe und der Preis ist nicht verhandelbar. Wow, es kann sprechen. Na gut. Sagen wir 2 Erdnüsse. Mhm. Bei der Musik kann man ja ein Auge zudrücken. Aber an dem Show-Act muss noch ein bisschen gefeilt werden. Kurbel-Auswurfknopf. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Kann man das als Kurbel nehmen? Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und blindes Vertrauen in die Hotspot-Beschriftung. Okay, das hat nicht hier gebracht. Und blind. Ah. Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum Kurbeln. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Was könnte das nur sein? Aber das passt doch. Der Held entleert sein Inventurbel. Schockschwere Not. Es fehlt die Kurbel. Der Empfang ist okay. Aber mit hoher Sicherheit erwische ich über diese Frequenz nur idiotische Warmblutfunker. Hä? Hier spricht die Hochsicherheitsfrequenz der virologischen Gefahrengutbunker. Was kann ich für Sie tun? Sorry, ich habe mich verwählt. Ich wollte Sie gar nicht kontaktieren. Und ich werde Sie nun weiterschuften lassen. Bitte was? Wir sollen alle Behälter öffnen und die Zombie-Viren in die Luft entlassen? Was? Nein! Over! Abbruch! Abbruch! Passwort verifiziert. Virenbehälter geöffnet. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie... Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Zombie-Apokalypse, die wirken ganz schön verbissen. Was? Hä? Ich wollte das als Kurbel machen. Der Held entleert sein Schock... Okay. Der Hellschock. Okay. Es ist keine Kurbel. Keine Kurbel da. Nee, da kann man immer nur hoch und runter gehen. Alles klar. So, wir reden einfach mal mit E gleich MC Quadrat hier. Der Kerl wirkt zwar groß und bedrohlich, aber vielleicht steht er nur irgendwo drauf. Ja, du hast mich ertappt. Ha. Ich stehe auf einem Typen, der sich an mir vorbeischleichen wollte. Oh. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Irisch? Niedlich. Sie haben ja schon Freunde gefunden. Toller Freund, würde ich sagen. Niedlich. Sie haben... Und darum, liebe Kinder, ist es zu eurem Vorteil, wenn ihr mir in meinen dunklen Wagen folgt. Was geht denn hier ab? Diese zwielichtige Gestalt versucht uns unter nicht weniger zwielichtigen Umständen in deinen Lieferwagen zu locken. Und worauf wartet ihr noch? Das kann nicht dir ernst sein. Kinder dürfen nicht zu Fremden in den Lieferwagen steigen. Das ist eine sehr wichtige Regel. Regeln sind was für Leute, die zu ungeschickt zum Schummeln sind. Ich bin der festen Überzeugung, dieser freundliche Herr hat nur die allerbesten Absichten. Nicht wahr? Aber ganz sicher. Genau. Er behauptet, er habe einen Streichelzoo mit niedlichen Tieren da drin. Ein Streichelzoo? Ist das wahr? Was? Naja, eigentlich. Ich zuerst, aus dem Weg. Ganz schön dunkel hier für einen Streichelzoo. Ja, wo sind denn jetzt die niedlichen Tiere? Naja, hier.
direkt vor ihnen. Uiuiui, ich bin ja so gespannt. Oh, was tun sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um? Gar nicht. Na doch, sie erwürgen es. Na nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du bist sowieso gerade fertig. Und? Was und? Es war super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Uhu, ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb vor Neid. Und dann werde ich lachen. Was ist da drin passiert? Was für Streicheln? Ich kann das alles nicht mehr. Was für Streichen. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch. Ich kann hier keinen Weg rüber machen. Mit diesem Plunder würde ich nicht mal eine Pappschachtel aufkriegen. Da brauche ich schon richtiges Werkzeug. Okay. Hey, Rotzis. Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus, Sir. Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Okay. Ich glaube, da kommen wir jetzt aktuell nicht rüber. Was ist denn eigentlich mit Rufus Nummer 3? Okay. Wir haben noch einen Rebellen aufgegriffen. Noch einen? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Okay, jetzt sind wir eingesperrt, oder was? Teppich in der Gefängniszelle? Man kann es mit dem Shishi ja auch übertreiben. Da versteckt sich doch irgendjemand. Ja, dann guck doch mal drunter. Cletus? Ach nee, du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Nein, es ist Cletus. Sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut. Da beherrscht einer seiner Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir herauskommen. Gib ist dem so. Mühe. Ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Genau. Beobachte mich und lerne. Offensichtlich Rufus. Nein, es gibt doch jetzt nicht mehr als 3. Das macht doch gar keinen Sinn. Ist nicht übel. Fast wäre ich selber drauf reingefallen. Und? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ne? Ich werde uns im Nu befreit haben. Absolut. Solange er sich nicht umdreht, bin ich in seinem toten Winkel. Gut so. Hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Okay. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Ja, und? Warte. Ich öffne den Essenschacht. Aha. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Okay. Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Organ nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein?
Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei, der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Ich will hier raus. Vergiss es. Okay. Dann stör auch nicht. Okay, dann gönnen wir uns einfach mal Frühstück. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Ist ja eklig. Mit Pfeffer. Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Der Hunger treibt's rein. Ist so. Dieser Knastmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon Sesam? Ey, Sesam ist gar nicht schlecht. Haben wir denn sonst noch Klostein? Was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Okay. Wir können auf jeden Fall mit dem Teppich interagieren. Ich glaube, wir geben dem Bagel dann wahrscheinlich Vitis, ne? Und der kotzt sich dann erstmal ein. Das heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken. Das heißt, man soll sich nach dem... Aber nie, kleiner Tipp. Hallo, Kitis. Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes. Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? What's up? Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Okay, essen wir es selber. Wenn ich diesen Bagel esse, werde ich ihnen ostentativ den Teppich vollkrümeln. Das wird ihnen eine Lehre sein, sich niemals mit Rufus anzulegen. Er wird da drauf kotzen. Ja, hä? Dann ist doch. Dieser Knastmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon Sesam? Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Putzibot ist wieder da. Wir haben den Staubbeutel genommen? Staub! Als hätte ich davon nicht schon genug im Mantel. Ah. Oh Gott, auch noch drauf. Ja, nice. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir muss gar nicht vorfallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Ich glaube, ich muss. Was hast du getan? Du widerwärtige Kanalbazille hast mich vergiftet. Bravo. Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Die ist spitzenmäßig. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir. Wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja,
nichts, aber... Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Also das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir, aber sofort! Aber sofort. So, und jetzt die Zelle lüften. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Weil, wie so auf Jetskis. Oh, ich kann das nicht mehr, Rufus. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Oh, da ist er, der arme Kerl. Dem ist halt jetzt wirklich übel, ne? Von hier oben sieht Deponia ja eigentlich ganz nett aus. Mir fällt gerade auf, dass ich mich gar nicht richtig verabschieden konnte. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Welcher war das jetzt? War das der mittlere? Nein, das war der da. Der hat jetzt diesen Brief. Kann ich dem... Es ist gerade so spannend. Okay. Die haben sich noch nicht entdeckt, deswegen geht das noch nicht, ne? Kannst du nicht da rein vielleicht? Oh. Antragsterminal Serial 17. Nur zum Ausfüllen von Antragsformularen mit der Seriennummer 27-Burg zugelassen. Da ist der Irk-Buchstabe. Hm. Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Er hat jetzt gar nichts mehr, ne? Nee, das hat alles eher... Aber er kann sie ihm auch nicht geben, ne? Es ist gerade so spannend. Ah, das geht nicht. Okay, okay. Vielleicht können wir das irgendwann mal. Das ist alles derselbe Vordruck. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal Wartungsarbeiten. Aktenzeichen IRG-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal Wartungsarbeiten. Aktenzeichen Holler-55. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben IRG für defekte Antragsterminals. Aktenzeichen IRG-122. Ja, nimm mal. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf B, C. So, kannst du das hier mal, keine Ahnung, das Terminal geben? Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ja, die medizinische Dienstleistung. Hallo? Was ist denn das? Das Org funktioniert nicht. War ja klar. Okay. Wir brauchen das Irk. Das heißt, wir können eigentlich wahrscheinlich nur Holler 25. 55. Was werde ich denn mal beantragen? Das müsste dann das einzige sein, Schraubenzieher. Holler Strich 5. So. Ich habe Rohrpostleitungen auch mit. Okay. So. Kann man nur zumachen wieder, ne? Ja. Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Scheint so. Okay, gehen wir mal in den Kriechgang. Aha. Ach du Heilige. Das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Und unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes?
Seien Sie nicht albern, Oppenbott. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Was hatte Argus also gemeint? Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein 11.000. Weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Und Oppenbott muss hier bleiben. Der Arme. Der wird auch immer umgangen, ne? Okay. Ah, krass. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich hoffe, wir kommen da noch hin, dass er auch in den Gully gucken kann, mit ihm zusammen oder so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das am Anfang gewesen wäre. Eieiei. Alter, ist das alles riesig. Das ist so riesig. Und dann hängt das alles zusammen und dann kann man sich gegenseitig Sachen geben. Und wie soll mein kleines Gehirn das verarbeiten? Ja, okay. Wir werden einfach nächste Folge weiterschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Bis dann und bye bye.